Hallo ihr Lieben, heute widme ich mich mal den drei größten Verschwörungstheorien, Fake News oder Mythen über mich, die so im Netz kursieren. Erstens, ich wäre aus der Band Umph herausgeflogen bzw. herausgeworfen worden. Hört sich ja spektakulär an, oder? Fake News. Verschwörungstheorie. Mythos. Alle drei Bandmitglieder haben sich seinerzeit dazu gemeinschaftlich entschlossen, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen. Zweitens, ich hätte versucht, die Band Umph zu zerstören, zu vernichten. Boah, das hört sich so martialisch an, oder? Verschwörungstheorie, Fake News, Mythos. Als Gründungsmitglied der Band hätte ich sogar das juristische Recht gehabt, den anderen beiden Bandmitgliedern zu verbieten, unter diesem Namen weiterhin Musik zu machen. Habe ich aber nicht getan. Ich wollte keinen Krieg. Sie wollten unbedingt unter diesem Namen weitermachen. Ich habe gesagt, kein Problem, könnt ihr gerne machen. Drittens, ich bin nicht mehr Teil der Band Umph, weil ich nun bekennender, wiedergeborener Christ bin. Das würde vielleicht vielen so ins Konzept passen und es hört sich vielleicht auch blumig an, aber es ist eine Verschwörungstheorie, eine Fake News, ein Mythos. Die Probleme innerhalb der Band in dieser Konstellation, die haben mindestens schon vor 15 Jahren begonnen und schaukelten sich dann sukzessive auf. Also, hier könnt ihr mal sehen, sehr eindrucksvoll, wie viele Verschwörungstheorien, wie viele Fake News, wie viele Mythen, wie viele Lügen, wenn man so will, über meine Person im Netz kursieren. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald.